Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für den Monat März in Sachen Liebe. Und bevor ich tiefer auf das Liebesorakel eingehe, wollte ich kurz noch was Persönliches erzählen. Und zwar haben wir aktuell das Wochenorakel, welches darauf hinweist, ich breche es jetzt mal ganz, ganz stark runter, dass wir die Möglichkeit haben, Zeitlinien zu wechseln, dass wir die Möglichkeit haben, in den Aufstieg zu kommen. Also andere Dimensionen zu besuchen oder eben merken, dass wir einfach uns immer stärker in dieser neuen Dimension 5D manifestieren können. Und dazu wollte ich was erzählen, was mir eigentlich gleich ein, zwei Tage später passiert ist, nachdem das Orakel so quasi da war. Da bin ich irgendwann morgens aus der Dusche gekommen und hatte auf einmal so einen ganz klaren Moment. Also ganz klare Eingebung, das habe ich sehr oft, da ich ein ganz, ganz starkes Kronenchakra habe, wo echt Eingebungen einfach so reinplumpsen mit kompletten Zusammenhängen, wurde mir auf einmal eines klar und auch verdeutlicht. Und ich denke eben auch durch Intuition von oben, dass in meinem Leben ich schon ganz viel in den letzten Wochen angezogen habe an Hinweisen, dass ich mich in Teilen, ich würde niemals sagen, mich komplett in 5D befinde, natürlich nicht, aber doch da gewisse Zehen oder Vorderfüße schon drin habe, weil mir seit Wochen immer wieder Menschen, verschiedenste Menschen, unabhängig voneinander erzählen von wahnsinnig guten, ich nenne es mal Produkten, im Endeffekt sind es Produkte oder Wirkstoffen oder pflanzlichen Sachen, pflanzlich oder mineralischen Dingen, die der Heilung dienen, die der Ernährung dienen, die irgendwie dem Körper gut tun, der Körperpflege auch, wo einfach im Moment ganz viele Menschen Sachen erfinden, auf den Markt bringen, die eine Wahnsinnswirkung haben. Und was mir da auffällt, ist, es gab auch früher schon solche Produkte, aber die Wirkung dieser Mittel und auch eben die Pflanzenwirkung, möchte ich jetzt mal betonen, ist so stark, dass man das kaum übersehen kann. Also es ist, als wenn du was komplett anderes benutzt, als du vorher benutzt hast, ob jetzt zum Duschen, für die Körperpflege, für gesundheitliche Aspekte. Also es kommen einfach Dinge auf den Markt, die einfach wahnsinnig funktionieren. Was die meisten vielleicht schon so mitbekommen haben, ist jetzt nur ein Beispiel, alles was mit Cannabis und CBD zu tun hat. CBD-Öl zum Beispiel ist ja etwas, was Menschen verwenden können, also aus gesundheitlichen Gründen, ja. Und wo man eben den Rauschanteil von Cannabis rauszieht, sodass also nur die Heilwirkung der Pflanze wirkt. Ich habe da jetzt keine Ahnung von, also ich kann das nicht komplett beurteilen. Ich benutze das auch nicht groß. Also insofern, ich finde es nur toll, dass es das gibt und dass ganz viele Leute das nutzen können, um sich besser zu fühlen. Und ich sage mal, das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine ganze Latte an Beispielen, aber ich will hier gar nicht Produkte nennen, weil darum geht es mir nicht. Sondern wirklich, ich merke, dass einfach, als ich vor 20 Jahren selber eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, da gab es auch Pflanzenwirkstoff, Pflanzenheilmittel, die toll waren, aber die waren bei weitem nicht in der Power, wie heute Sachen, die einfach für jeden auf dem Markt erreichbar sind, durchschlagen. Ja, und was die für Wirkung haben, also wo immer mehr auf Chemie verzichtet wird, immer mehr diese reine Pflanzenkraft, Mineralkraft verwendet wird. Ja, und das ist mir so schlagartig klar geworden, dass das eigentlich 5D ist. Ja, das ist eigentlich das, wie es vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber wie es in Atlantis mal war. Ich glaube, da geht noch mehr, da ist noch Luft nach oben. Also ich glaube, dass die Pflanzen und auch die Mineralkraft noch stärker sein kann, wenn die Schwingung noch höher geht auf dem Planeten. Also da geht noch was, aber das ist schon für mich signifikant mehr als in den letzten, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, ja. Vielleicht sogar vor 5 Jahren, so vielleicht sogar letztes Jahr. Ja. Also insofern, das wollte ich mal so mitteilen, da fällt mir das total auf, was es da alles gibt und was so fantastisch ist und jetzt einfach auch immer wieder zu mir findet, so als würde ich das einfach anziehen. Und das finde ich wirklich gerade ganz großartig. Das wollte ich vorab schicken. Und jetzt kommen wir zum Engelorakel der Liebe für den Monat März. Und da kommen noch mal ein bisschen stärkere Herausforderungen auf uns zu. Da müssen wir uns noch mal Themen angucken. Und ich habe auch das Gefühl, weil es ist ja ein kollektives Reading, dass war natürlich auf kollektiver Ebene gerade ganz viel passiert, ganz viel in Umwälzung ist, auch in Heilung kommen muss, dass wir alle da ein bisschen angestupst werden, alle ein Teil davon sind, alle mithelfen, das aufzulösen. Deshalb gucken wir aber am besten jetzt mal konkret rein, was das hier alles heißt. Wie immer habe ich natürlich für euch individuelle Botschaften platziert, 4 Stück. Ihr könnt auswählen aus dem Herz, aus der ja, Erdmutter, der Tara-Figur, dem weißen Bergkristall und hier liegt der Buddha. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen.
Wählt einfach eine der Botschaften aus. Was ist die richtige individuelle Botschaft für euch zu diesem Monatsorakel? Wenn ihr dazu länger braucht, haltet das Video kurz an. Ich fange schon mal an mit der männlichen Achse hier. Hier oben natürlich das Thema, was sind die Themen im März in der Männerwelt? Und die Engel sagen, in der Männerwelt geht es im März sehr stark um das Thema körperliche Leidenschaft, Sexualität. Vielleicht habt ihr das im Februar schon ein bisschen gemerkt. Es geht sehr stark bei den Männern um das Thema Sexualität, die Rolle der Sexualität für den Mann. Das wird in Beziehungen, in spirituellen Verbindungen zum Arbeitsthema. Also daran wird gearbeitet. Da kommen einfach Themen auf den Tisch. Das kann natürlich verschiedenste Bereiche umfassen. Ja, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, was das jetzt für ihn ist, aber es einfach die Auseinandersetzung, Sexualität muss ja in jeder Beziehung auch in Balance sein. Ne? Es sollte fließen, es sollte schön sein für beide Seiten. Und irgendwas kommt hier auf den Tisch, was besprochen wird, was wichtig ist, was angeguckt werden will, wo es auch um Toleranzthemen geht. Also auch darum, bin ich tolerant dem anderen gegenüber oder wie tolerant muss ich sein? Wie tolerant mag ich sein und wo hört meine Toleranz auf? Also auch so Abgrenzungsthemen. Was ist für die Beziehung gut, was ist nicht mehr gut? Wir wissen, alles ist Dosis, auch dosisabhängig, ja. Und wir sehen schon, die Engel sagen, da ist ein karmisches Thema, was im März hochkommen kann. Und wenn das hier im kollektiven Reading kommt, dann zeigt das auch ein Stück weit, dass es ein kollektives Thema ist, wo auch eine Belastung gerade bei den Männern sehr stark liegt. Also hier von karmischen sexuellen Blockaden oder Einflüssen zu befreien. Heißt nicht, dass die Frau damit nichts zu tun hat, aber letztendlich ist sie ja beteiligt an dem Ganzen in irgendeiner Form. Und mir kam, während ich die Karten so in Summe legte, dazu als kollektives Thema, was ihr vielleicht auch mitbekommt, ist, dass überall jetzt ganz dunkle Themen hochpoppen mit Sexualität. Ganz, ganz viel lesen wir im Moment darüber, dass Kinder sexuell angegangen werden, und zwar ja, mit einem gewissen Hintergrund, mit einem gewissen System, ja, Kinderpornorings, Ringe, wie auch immer, Kindesmissbrauch. Und ich rede hier nicht von dem, was alle immer glauben, was sicher auch Thema ist, im Elternhaus ist sicherlich ein Thema. Es gibt aber auch professionelle Ringe, die mit Kindern handeln, Menschenhandel, Frauenhandel, natürlich genauso, Männerhandel, um Gottes Willen auch Männer sind als Ware oder junge Männer, junge Erwachsene oder Teenager. Ne? Also es betrifft alle Geschlechter. Und ich glaube, es geht um dieses dunkle Thema auch der sexuellen Ausbeutung, das jetzt in die Harmonie zu bringen. Und wahrscheinlich sind wir alle kollektiv davon betroffen, mit ziemlicher Sicherheit. Denn was man einem auf dem Planeten zufügt, fügt man uns auch zu. Und es geht jetzt darum, das in den Beziehungen aufzuarbeiten und zu bereinigen. Ja? Deshalb haben wir hier eine karmische Belastung. Also unbedingt reinschauen, was ist das karmische Thema in eurem individuellen Fall. Wenn ihr das auflöst, löst ihr es auch fürs Kollektiv ein Stück weit mit auf und natürlich auch für euch, ganz klar. Schauen wir uns die Frauen an, wie es denen damit ergeht. Die Frauen sind in einer abwartenden Position im März. Sie schauen sich das an, sie denken vielleicht, ich gebe ihm eine Chance, ich schaue es mir an oder ich diskutiere das mit ihm, ich warte mal ab, ob sich was ändert oder verbessert, oder wie es mit der eigenen Toleranz ist. Ihr bekommt ganz viel Führung von eurem höheren Selbst, was euch Eingebungen gibt, was Dinge auch führt, die vielleicht auch passieren im März. Und es ist eine gewisse Anziehungskraft da. Ich muss mal eben die zweite Karte noch nehmen, oder die vierte besser gesagt. Es ist eine gewisse Anziehungskraft da, die dich immer wieder mit dieser Person auch zusammenführt. Ja, das soll wohl so sein. Aber ihr habt auch klar, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst. Also euch ist klar, dass ihr den März nutzt, eine Entscheidung zu treffen, dass ihr euch vielleicht was anguckt, ob euch das so gefällt, ob das so okay ist, ob ihr hier auf eine Einigung kommt oder die Dinge in den Frieden kommen, in die Vergebung, in die Versöhnung. Scheint hier Thema zu sein. Und es geht darum, dass die Frau hier etwas entscheiden möchte. Sie möchte zu einer Entscheidung kommen, ja, aber sie wartet ab, was passiert. Und genauso können wir jetzt natürlich schauen, was ist das für ein Transformationsprozess, der beide jetzt hier erreicht in der Mitte, ja, wo die zusammenkommen. Was wird transformiert, was wird geändert, verbessert, geheilt? Und das ist das Thema Spontanität. Es geht darum, mehr Spontanität in das Leben zu bekommen. Also vielleicht will die Frau zu viel planen, zu viel im Vorhinein wissen, was den Mann einengt.
Vielleicht ist der Mann auch zu fixiert, ne? Es könnte auch alles spontaner sein, gerade auf Sexualität. Es geht um gemeinsame Werte. Es geht darum, ist dieser Mann, ist diese Frau wirklich, haben wir dieselben Werte, ja, zur Grundlage oder wollen wir eigentlich unterschiedliche Dinge? Und es geht darum, etwas loszulassen, auch zu erkennen, wo ist etwas integer mit meinem Leben, wo ist es im Einklang mit meinen Werten und wo nicht. Und das, was nicht im Einklang mit meinen Werten ist, auch loszulassen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wo da der Bezug ist zu dieser globalen Ebene? Es geht um die Werte. Welche Werte akzeptieren wir? Welche Werte nehmen wir hin? Welche treten wir mit Füßen? Welche kennen wir überhaupt schon gar nicht mehr? Darum geht es da zu sortieren in euch selbst. Und das ist Teil der Evolution. Evolution ist jetzt hier auch echt ein tolles Wort. Teil der Evolution, durch die wir im Moment gehen in Sachen Liebesbeziehung. Ja, da muss sich was verändern. Wenn ihr global schaut, wie da Beziehungen geführt werden, ich habe gestern wieder was gelesen, Saudi-Arabien, da werden Sexsklavinnen aus, wo kamen die her? Bangladesch, ich fürchte ja, hinverschleppt, junge Mädchen als Sexsklavinnen missbraucht. Man behauptet, sie wären Arbeiterinnen mit im Haus. Also das ist die ganz, 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 ganz dunkle, dunkle, dunkle Seite dieses Planeten. Das ist ein Beispiel dafür, gibt es viel mehr. Muss ich auch nicht erst nach Saudi-Arabien gehen, aber da ist es so offensichtlich und so wird es kultiviert, dass man wirklich aufschreien muss und sagen muss, Moment, was sind unsere Werte? Und das passiert im Kleinen, eben zu sagen, wie will ich leben und wie soll das Frausein aussehen? Das kann man gar nichts sehen. Ich weiß nicht, wie ich die blättern soll, dass man es sehen kann. Also darum geht's im März. Ich muss die ein bisschen zusammenlegen, weil die so vielzählig sind. Sind wir beim Mann? Ja, gucken wir erstmal, was das für den Mann bedeutet, also was diese Transformation, diese Evolution, die zu einer Evolution der Werte werden kann, bewirkt. Ich glaube, den Männern wird bewusst, dass vielleicht dieses Gehabe, was sie manchmal auch um die Sexualität legen, positiven wie im Negativen eben auch Ängste zugrunde liegen. Also es wird klar, es hat mit Ego und mit Angst zu tun. Jemand versucht, Angst zu überwinden, etwas zu verdrängen, auszuweichen, ja, Angst hinzugucken, Angst zu fühlen auch, ja, wirklich Gefühle zu entwickeln. Und die Männer werden aber an den Ohren gepackt oder an den Hörnern, ja, sie werden aufgefordert werden vom Universum, ihre Verantwortung an dem Ganzen zu erkennen, ja, erstmal zu erkennen und zu übernehmen, ja, also mehr Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, ja. Und das scheint ein kollektiver Prozess zu sein. Und auch hier geht es darum, eben, ich habe das Gefühl, das geht hier nochmal in Richtung der Frau. Andere nicht warten zu lassen, andere nicht im Regen stehen zu lassen, andere nicht außen vor zu lassen bei unserem Denken, Fühlen, Entscheiden, sondern gemeinsam den Weg zu gehen, ja, nicht den anderen stehen lassen. Und es hat sehr, sehr viel mit früheren Leben zu tun. Das wird den Männern auch im Laufe des März bewusst, dass da was Karmisches ist, also die, die Bewusstsein haben. Die, die 3D sind, dürfen sich schwer tun damit, aber ihr werdet mitbekommen, dass da ganz viel Leid ist, was mit diesen ganzen Themen zu tun hat. Ja? Also da will einiges in die Transformation. Und wie gesagt, der Planet ist im Moment dabei, diese Themen Sexualität, männlich, weiblich, wie wird das gelebt, wie unterschiedlich auf dem Globus, das in die Transformation zu bringen, in die Evolution höherer Werte. Wenn du dich entschieden hast, in eine höhere Schwingung zu gehen, ein höheres Bewusstsein, dann wird dein Weg dahin führen. Das heißt, deine Werte oder die Werte deiner Partnerschaft, deiner Wunschpartnerschaft auch, müssen transformiert, evolutioniert werden in eine höhere Integrität, höhere Werte. Wenn das nicht möglich ist, kommt Loslassen. Oder aber ja, Transformation eben hier, ja, Entwicklung. Was macht das mit den Frauen? Die Frauen, die finde ich echt cool, die gehen in die bedingungslose Liebe, ja. Also da. Jetzt fragt man sich, wie kann das gehen? Ich glaube, dass die einfach erkennen, weil die viel mehr Beobachter sind. Guck mal hier, das ist eine Beobachterhaltung. Die sitzen und gucken, was passiert. Und die sind mit sich selbst in bedingungsloser Liebe. Die sind mit allem, was ist, in bedingungsloser Liebe. Und die merken, es geht auch so, ich fühle mich wohl, es geht mir gut. Ich erwarte auch nicht, Gott weiß was von dem anderen. Das heißt aber nicht, dass ich mich unter Wert verkaufe. Das ist nicht dasselbe, sondern ich kenne meinen Wert und damit bin ich zufrieden. Und definiere mich nicht mehr über den anderen, ja. Also da sehen wir das Selbstbewusstsein, ja, das ist voll da, voll an, 100%, ja, bei sich. Die Frauen sind auch im Vergleich zu früher, den letzten Jahren, viel mehr im Kopf. Heißt nicht, dass die jetzt auch zurück in den Kopf gehen, sondern die balancieren durch ihr Selbstbewusstsein, hier in der Mitte, balancieren die Kopf und Herz, ja. Die sind mit sich klar, die sind geklärt und deshalb kriegen sie das balanciert und können dadurch die Waage halten.
und auch akzeptieren, was ist. Also ihr bleibt ein bisschen in der Beobachterposition und lasst den mal machen und lasst den mal sich entwickeln und guckt zu. Gebt natürlich eure Kommentare ab, sagt natürlich, was euch passt und was nicht. Das ist klar, ihr seid nicht passiv. Beobachten heißt nicht, ich bin nicht da, ich nehme nicht teil, sondern ich habe Abstand. Ich habe einen gesunden Abstand dazu. Und man könnte vermessenerweise sagen, das Wort kommt mir gerade, ihr coacht ihn. Ja, ihr coacht ihn hier von der Linie des Spielfeldes, von der Bank. Guckt ihr euch das an und sagt, hey, ne, das musst du mal entwickeln. Hey, sollen wir das mal trainieren, üben? Ja, hast du nicht Lust auf Tantra? Ja, zum Beispiel. Also sowas in der Art. Das, in so eine Richtung könnte das hier gehen. Ja, dann gucken wir uns die individuellen Botschaften an. Hier haben wir erstmal das Herz. Diejenigen, die das Herz gewählt haben. Bei euch geht es tatsächlich jetzt darum, aktiv zu werden. Also ihr werdet diejenigen sein, die aufgefordert sind zu handeln, vor allen Dingen die Männer oder der Mann in eurer Verbindung. Und es geht darum, Gegenwart und Vergangenheit in Einklang zu bringen. Also hier wird ganz, ganz stark das karmische Thema reinspielen. Ihr werdet das ganz, ganz stark merken und merken, ihr müsst was tun, sonst kippt die Sache oder das wird leidvoll oder das wiederholt sich was aus früheren Leben. Das wollt ihr ja nicht. Also wichtig ist, dass ihr ins Tun, ins Handeln kommt, etwas zu tun hier gegen, ja nicht gegen, aber zu arbeiten mit diesen Themen, die aufgelöst werden wollen aus der Vergangenheit. Diejenigen, die die Erdgöttin Tara hatten, bei euch geht es darum, dass Dinge in den Frieden kommen. Also bei euch habe ich am meisten das Gefühl, dass ihr die Sache in den Frieden bekommt, dass ihr merkt, das kann friedlich verlaufen, wir kriegen das hin, unser Vertrauen ineinander wächst, vielleicht weil wir ehrliche Gespräche führen, weil die Frau den Mann gut gecoacht hat. Ja? Ihr seht die Prioritäten, ihr erkennt Mann und Frau, was hat Priorität, was ist jetzt das Wichtigste. Und dadurch wächst das Vertrauen und es wird auch sehr friedvoll werden für euch und das ist sehr schön zu sehen hier. Dann haben wir den weißen Bergkristall. Diejenigen, die den weißen Bergkristall gezogen haben, da geht es um Ursache und Wirkung. Und wie ihr sicher wisst, Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, auch ihr werdet schauen müssen, was ist damals passiert in dem früheren Leben? Was kommt uns hier quer? Was müssen wir transformieren? Wo haben wir Schuld auf uns geladen? Wo haben wir uns nicht richtig verhalten? Denn bedenkt bitte auch, wenn ihr jetzt in einem Frauenkörper seid oder jetzt in einem Männerkörper, heißt das nicht, dass ihr im früheren Leben auch die Frau wart oder der Mann. Es kann anders gewesen sein. Es kann sein, Beispiel, der Mann, um den es hier geht, war im früheren Leben auch mal eine Frau und hat auch sexuelle Opfersituationen erlebt. Ja? Oder die Frau war der Mann, war der Täter. Also deshalb, es gibt, fühlt euch nicht zu sicher, dass es euch nicht betrifft, sondern es wird euch betreffen. Es geht nicht um Schuld, wer war schuld, sondern zu erkennen, was haben wir falsch gemacht, uns loszulassen und um Vergebung zu bitten. Ja? Und ihr werdet merken, wenn ihr das tut, dass eure Verbindung immer individueller wird, dass ihr immer mehr raus aus diesem kollektiven Drama kommt und immer mehr eures Leben könnt, so wie ihr euch das vorstellt. Gerade wenn ihr besondere individuelle Vorstellungen habt, wie Liebe gelebt werden möchte, wie ihr das wollt, dann wird das auch so kommen. Und ihr merkt, dass ihr Schub bekommt, wenn das Karma gelöst ist, dass ihr Willenskraft habt, die ihr einsetzen könnt, positiv für eure Sache, für eure Verbindung, dass es positiv nach vorne geht, so wie ihr das wollt und ihr aus diesen gesellschaftlichen Verstrickungen raus seid. Dann haben wir den wunderbaren Siddhartha Buddha. Diejenigen, die diesen Buddha gewählt haben, müssen lernen, etwas zu unterscheiden. Ihr lernt, etwas besser abzuwägen oder zu prüfen für euch. Was ist richtig, was ist falsch, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Ihr prüft auch Verantwortlichkeiten, ja. Wer ist für was verantwortlich? Wer übernimmt Verantwortung? Wo fehlt sie? Ja, es geht hier um Loyalität, Verantwortung, aber auch prüfen, habe ich hier wirklich einen Partner oder eine Partnerin, der ich vertrauen kann, die loyal ist zu mir, die Verantwortung auch übernimmt, wenn Dinge nicht so gut laufen. Ja, also ein kleiner Beziehungstest auch. Hast du wirklich jemanden, der profunde zu dir stehen kann, zu dir hält, deine Werte auch hier wieder teilt? Ja, also sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr happy auch über diese
wunderbaren Detailkarten hier, so würde ich die fast mal nennen, bei den individuellen Botschaften, weil die uns nochmal Facetten des Ganzen zeigen, wie das sich für Einzelne entwickeln kann oder was es bedeuten kann. Und insofern wünsche ich euch natürlich allen von Herzen, dass das eine wunderbare Woche wird, wo ihr weiterkommt auf eurem Weg, ein wunderbarer Monat vor allen Dingen. Ihr habt ja 4 Wochen Zeit, das Thema nach vorne zu bringen. Und ich merke das auch, also bei mir klopft das Thema auch ein Stück weit an und ich finde es gut. Und man muss halt hingucken und es zeigt jetzt nochmal, ja, das Thema betrifft jetzt alle ein Stück weit. Ich wünsche uns allen dafür auf jeden Fall die richtigen Klarsicht und die weisen Entscheidungen, weisen Handlungen zu unternehmen. Schick euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und freue mich auf bald wieder mit euch. Tschüss!